Ganz entspannt, ein paar Fußballvideos. One in a million free kicks. Ich werde diese Musik hören. Boah, es kommen richtig geile Freistoßtore. Look how far to the left the goalkeeper. Guck mal, wie weit links der ist, ne? Duck. Boah, hat er den Hops genommen. Duck. Der Messi gegen Liverpool Freistoß war sowieso geisteskrank. Ich hoffe, der ist auch noch dabei. Das war krank gegen Liverpool. Einfach so gelupft quasi, ein Lupf-Freistoß irgendwie, ne? Ja, einfach close, close, close. Ja, Spiel! Starker Ball, sehr starker Ball. Krass, war das ein Tor auch? Ne, oder? Doch, war ein Tor. Krass gemacht. Was war das denn, Alter? Richtige Verführung, Verwirrung. Guck mal, die Mauer springt vorher schon. Ja, sogar noch Robben und so, Alter. Wahnsinn. Ask the rest if you can take it quickly. Hat das gezählt? Krank. Oh mein Gott, das frei. Bruder, das war auf TikTok bei mir, ne? Bruder, Wahnsinn, wie der Ball fliegt, ne? Oh, das Tor von Payet war auch gestört, Alter. Das Freistoß, habe ich gesagt. Den Freistoß. Ach, Digga. Bisschen Ruhe, Schweine. Dimitri Payet, Alter. Dimitri. Boah. Krass, Digga. Diese Taktik richtig gut, Alter. Tak, 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 tak. Tack, tack, tack. Cristiano. Auch indirekt, ne? Wo stehen denn die Spieler dabei auch, Alter? Das ist wie bei FIFA, dieser Bug, Digga, wenn dieser Freistoß kommt. Im 16er, du denkst 11 Meter, auf einmal kommt dieser komische Freistoß. Und jetzt macht er selber den Freistoß. Duck. Ja. Starke Taktik. 2018 Dortmund, 3 Jahre schon her. Wenn ein Team startet defending Messi's free kicks like this. Ja, sie haben diese FIFA-Taktik gemacht. Einfach Spieler in die Linie, auf die Linie stellen. Boah, Junge, was ist das denn? Junge, die stehen mit der ganzen Mannschaft da drin. Hier ist auch Messi countered this attack. Okay, wie Messi es gekontert hat. Schlau, ehrlich. Schlau gemacht. Ich meine, wann genau gibt es einen Freistoß? Im M16er, Freunde, nochmal. So diese indirekten Freistöße. Wann gibt es das nochmal? Ja, das war krass, Digga. Wo Deutschland treffen musste, Alter. Das war richtig stark. Rückpass zum Keeper. Ah, okay, okay. Oh mein Gott, das ist Xhaka. Granit. Uff. Boah. Starker Freistoß. Puh. Wahnsinn. Die Maria Angel. Auf, ich liebe Freistoßtore. Tore. Boah, der passte perfekt, ne? Eriksen einfach. Uff. Boah. Messi selber, dieser Blick. Wie ging der rein, Digga? Hab ich aufs genommen.
Bayern Player makes fun of Rodrigo. Boah. War abgefälscht aber, oder? War nicht abgefälscht? Bruder, was ist das für ein Anlauf? Das ist so gestört, ne? Dieses Tor. Und Roberto Carlos, guck mal, wie der sich um die Mauer dreht, ne? Das kannst du keinem erzählen, Alter. Der war auch krass von Roma. Aber früher könnt ihr mir auch sagen, was ihr wollt. Da sind die Bälle einfach anders geflogen. Diese total 90 Bälle, Digga. Wie die geflogen sind damals. Das kannst du keinem erzählen, Alter. Diese kranken Bälle damals. Boah, Ibra mit 132 km/h. Junge, Ibra auch schon so lange dabei, ne? Krank. Hä? Was hat das denn für ein Freistoß? Einfach beide gleichzeitig berührt. Beckham. Hä? Hä? Was war das denn? War das gewollt? Geil. Robert Hut. Wer kennt den denn noch? Robert Hut. Auf der Hut. Da Hut? Diese alten Premier League Bälle waren zu geil, diese total 90 Bälle. Ich habe ja früher selber mit denen gespielt. Das ist der Wahnsinn, wie diese Bälle früher geflogen sind, Alter. Das kannst du echt keinem erzählen. Diese total 90 Bälle damals, Bruder, die sind gewandert. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, ne? Ja, das war auch ein krankes Tor von Cananolo. Cananolo, Pelle. Bälle, mein Gott, Alter. Rück mir nicht auf die Pelle, denn ich komme mit meinen Bällen, die flattern. Ja, ganz genau, kenne ich schon das Tor. Tack, rechts oben. Are you beauty? Wie geil der den genommen hat, ne? Wahnsinn. Boah. Ich hoffe auch, dass Portugal es noch schaffen wird zur WM. Es wäre schade für Ronaldo, Digga, weil Ronaldo wird safe nicht noch. Meint ihr, kann nicht sein, dass Ronaldo noch in 4 Jahren bei der nächsten WM dabei sein wird, Digga. Kann ich mir nicht vorstellen. Einfach Ronaldo bei der WM 2026 oder was mit wie vielen Jahren? Wie alt wäre der dann? 41 oder was? Das wäre, das glaube ich nicht, Digga. Deswegen. Mit 40. Ja, aber Ibra ist halt auch, ja. Stell dir vor, so ein Traum von Ronaldo, noch eine WM spielen. Wäre schon geil, Digga. Mit 41, der ist ja sowieso ein Terminator. Von daher weiß man nicht, ne?